So, hallo zusammen. Mein Name ist Shelia Stevens, der virtuelle Coach von ShelliaStevens.com, wo wir Ihnen zeigen, wie Sie Ihre Expertise online bringen und mehr Menschen erreichen. Heute sitze ich hier im Skype-Interview mit dem Jens Janicki von Vorbildunternehmer.de, die Lobby für fortbildliche Unternehmer. Herzlich willkommen, Jens. Ja, ich bedanke mich für die Einladung zu Sehr dem. gerne. Heute reden wir über ein ganz besonderes Thema, nämlich den Unternehmertyp-Gutachten. Und wir steigen direkt in die Fragen zu dem ein. Und meine erste Frage ist: Was ist der Unternehmertyp-Gutachten und warum hast du ihn entwickelt, Jens? Ja, also das Unternehmertyp-Gutachten, das habe ich über viele Jahre entwickelt. Ich war ursprünglich mal Berater und habe mit Unternehmern von Inhaber geführten Unternehmen Marketing- und Positionierungsstrategien entwickelt. Also vom Einzelkämpfer bis zu Unternehmen, sage ich mal, bis zu 50 Mitarbeitern um den Dreh rum. Und habe da mit den Unternehmern zusammengearbeitet. Und da hat sich der Schwerpunkt immer mehr verlagert auf die Psychologie des Unternehmers. Und so habe ich ja, das Unternehmertyp-Gutachten nach und nach entwickelt. Das ist die Grundlage. Sehr schön. Und als der Unternehmertyp-Gutachten wurde entwickelt im Rahmen von diesen inhabergeführten Unternehmen bis zu 50 Personen, aber es gibt auch eine andere Zielgruppe, für die den Gutachten Sinn macht. Wer wäre das denn? Ja, also es gibt halt natürlich die Einzelunternehmer noch und ja, halt alle kleine und mittelständische Unternehmen, sage ich mal so, Unternehmer und Unternehmerinnen, ja. Okay, für Sie ist dieser Bericht gedacht. Ja, genau. Sehr gut. Und was würdest du sagen? Warum ist es wichtig, deinen Unternehmertyp zu kennen? Und was kann man daraus machen, wenn man die Ergebnisse erhalten hat? Also wie kann man das anwenden für sich persönlich oder in seinem Geschäft? Ja, also erstmal muss ich sagen, es gibt ja verschiedene Unternehmertypen. Ich habe hinter mir eine kleine Flipchart gemalt, wo ich diese ganzen Typen auch drauf gezeichnet habe. Es ist wichtig, seinen eigenen Unternehmertyp zu kennen, weil man natürlich einfach ein Stück weit sich besser kennenlernt. Und das ist dienlich im Umgang mit Kunden, mit Lieferanten, mit Mitarbeitern und natürlich auch mit sich selbst, wenn man weiß, ja, wie man so tickt. Das ist ja grundsätzlich im Leben so, dann kann man sich auch eine Umgebung schaffen, die das fördert. Und jeder Unternehmertyp, wie gesagt, 12 Stück gibt es insgesamt, hat halt unterschiedliche Anforderungen an eine perfekte Umgebung für sich selbst. Und das ist sehr nützlich, wenn man das weiß, weil dann kann man das sich einrichten. Ja, und ich weiß auch von deinem Berichtergebnissen, dass auch dort Vorschläge gemacht haben werden zu Unternehmensführung, aber auch zu Marketing. Das heißt, Ja. wenn du weißt, du bist der Typ und nicht der und du möchtest mit deinem Marketing richtig authentisch auftreten, dann würdest du Ja. diese ganzen ermittelten Stärken dort mit einsetzen, um dich möglichst ja, echt darzustellen nach Ja, außen. das stimmt. Also es macht ja einen Unterschied, ob man selbst der Unternehmer oder Unternehmertyp des Schöpfers oder des Herrschers ist, zum Beispiel. Und bestenfalls passt das auch mit dem Marketing zusammen, dass dann das ganze Unternehmen entsprechend nach dem Typ ausgerichtet ist und auch im Erscheinungsbild ausgerichtet ist. Wenn man das weiß, dann kann man da eine ganz klare Linie fahren, auch im Marketing. Und da gibt es Unternehmertyp-Gutachten. Dieser Report gibt da Hinweise, worauf man für sich selbst achten kann. Ja, genau. Und dieser Eingabe von Input ist richtig kurz. Das ist einer der Ja. kürzesten Tests, den ich kenne. Es sind wirklich nur 5 Fragen mit Multiple Choice, mit auch Genau. ein bisschen abgefahrenen Fragen, die man gar nicht erwartet. Es macht auch Spaß, den auszufüllen. Also wie ist das mit der Ermittlung? Wie wird das Ergebnis ermittelt und wie Ja. genau ist dieses Ergebnis? Ja, also das Ergebnis fange ich erstmal mit der zweiten Frage an. An Feedback, was ich zurückbekomme, ist, das ist sehr positiv, das von der Genauigkeit. Ich bin natürlich immer wieder für Kritik und Anregungen dankbar, weil dieser Test ist ja immer eine Weiterentwicklung. Die Entwicklung bleibt nicht stehen. Der funktioniert so kurz, weil die Fragen sehr sorgfältig ausgewählt sind und weil in den Antwortmöglichkeiten ja, entsprechende Hinweise schon für den Typus vorhanden sind. Und die Schnellauswertung wird dann sofort errechnet. Da kriegt man dann einen Link zugeschickt und kann da draufklicken.
Und das Gutachten als Report, als PDF-Report, das kriegt man dann so nach ein, zwei Arbeitstagen zugeschickt. Und dann kann man sich das runterladen. Im Normalfall kostet das was, dieser ja, umfangreiche Report. Wir haben da noch ein Spezialangebot quasi über die Website von dir. Da gibt es das kostenfrei für die ganzen Kunden und Website-Besucher von deiner Website. Ganz Das ist der genau, Deal. Ja. ganz genau. Das ist der Deal. Also das ist der Deal an alle, die zuhören. Es gibt für diese kurze Zeit die Möglichkeit, den Test zu machen und kostenfrei sowohl die Kurzversion wie auch die lange Version zu bekommen. Das sponsere ich. Du musst es nicht bezahlen, lieber Zuhörer da Ja. draußen. Also lang zu. Also du findest den Link zum Bericht hier in der Nähe von diesem Video. Gleichzeitig kannst du auf shellystevens.com gehen, in dem Unterbereich Berichte. Dort findest du das in nächster Zeit und kannst nach Belieben dein Unternehmertyp ermitteln und vielleicht das weitersagen an andere. Das würde uns natürlich sehr freuen, dass du dich innerhalb von deinem Freundes- und Bekanntenkreis oder Unternehmerkreis halt vergleichen kannst. Das macht auch Spaß. Und Jens und ich, wir sind auch der gleiche Unternehmertyp, nämlich der Schöpfer, gell, Jens? Ja, Also es genau. nicht umsonst, also warum wir irgendwie uns gut verstehen. Also wir sind so kreativ unterwegs und das sieht man in Jens' Marketing auch mit diesen Zeichentrickfiguren, die er malt auf den Flipcharts. Das ist einfach sein kreativer Ader und das kommt auch so voll rüber in dem Bericht, was mir sehr gut gefällt. Und ja, mal schauen, was du für ein Typ bist, gell? Fragen Ja, wir den, gell, Jens? genau. Testet's aus, macht diesen Test und ja, dann wünschen wir viel Freude dabei, quasi Ganz, das rauszufinden. ganz genau. Also, Jens, danke für das kurze Interview. Ich bedanke mich recht herzlich und Gerne. wir sehen uns demnächst online, gell? Ja, auf jeden Fall, immer wieder. Genau, alles klar. Also, Okay, tschüss zusammen. ciao.